So, hier ist Heizung Blub aka Blubi aka der Panscher Professor aka der Bestseller Autor und gerade habe ich noch auf das Battle von Levi 77 reacted und jetzt reacte ich auf die Runde von Morgana und gebe danach meine Finalprognose ab. Wir starten direkt rein. Ah, nice. Aha, okay, es ist irgendwie so ein Häuserblock im Octagon. Look, sehr nice. Passend. Da war die Maske von Levi. Die zitternde Hand, wahrscheinlich. Ist das wahrscheinlich an Levi gerichtet? Levi sitzt vor dem Computer mit seiner Maske. Hat. Als wir uns trafen, war ich krass überrascht von der Art, dem Style, dem Charakter, den du hast. Ich wusste nicht, dass du deine Stunden gern allein verbringst, weil du im Innern nur ein unsicheres Kleinkind bist. Krass, der schreit ja gar nicht rum auf dem Takt. Sehr epischer Beginn, sehr atmosphärisch. Ich bin mal gespannt, was da kommt. 4:58 geht die Runde. Uiuiui. Ich hatte deine Angst gewittert, als wir uns begrüßt haben, hat dir deine Hand gezittert. Ja, ich weiß, dass die Maske deine Stütze ist, damit du kaschierst, dass du ohne sie sozial gesehen ein Krüppel bist. Okay, das war wahrscheinlich nur das kleine Vorspiel. Also, spannungstechnisch weiß Morgana hier zu acten. Mal gespannt, was jetzt kommt. Alter Sci-Fi, der Scheiß-Beat ist ja sogar noch androgyner als Levi. Du hast recht. Okay, dann mach den Scheiß jetzt lauter! Bitch, halt die Backen! Unser kleiner Levi bekam gestern eine 1 für das Gipsmaskenbasteln. Unser Battle macht dich krank. Würdest du den Druck von deiner Psyche vorher auf die Stimme legen, hättest du eine Chance. Wenn ich im Studio... Warte mal, das war eine gute Line. Unser Battle macht dich krank. Würdest du den Druck von deiner Psyche vorher auf die Stimme legen, hättest du eine Chance. Okay, das ist gut. Vor allem passt das auch visuell, ne, zu dem, was er aufgebaut hat. Vorher. Mit diesem Levi, der zitternd vor dem Computer sitzt. Guck mal weiter. Geflüstert an den übersteuert meine Vocalspur. Ich rap live ohne Mic, die Leute halten sich die Ohren zu. Ein Live-Auftritt von Levi wird ihn locker zerstören. Ich steh direkt vor den Boxen und kann ihn trotzdem nicht hören. Ich steh vor den Boxen und kann ihn trotzdem nicht hören. Okay, weil er so ein schwaches Selbstbewusstsein hat, was Morgana hier versucht irgendwie zu fronten. Ich verteile so viele, was war das? Warte mal. Ich verteile so viele Bomben, ich bin das Pentagon im Oktagon. Ich werde Levi 77, 7 mal durch 7, aha. Durch 7, Levi 77, ironisch. Denn am Ende steht es für dich ohne User Vote 7:70. Okay, schöne Zahlenlines hier gegen Levis Namen. Schöne Übertreibung. Stark. Also, was ich schon mal sagen kann, die Hook hat mir auf jeden Fall besser gefallen als die Hook von Levi im direkten Vergleich. Das ist eine stärkere Delivery. Das ist eine stärkere Präsenz. Ich muss mir jetzt mal den Text angucken. Dich wird keiner vermissen, wenn ich komme und dir den Schädel breche. Ich werde dir mal einen Trick verraten. Rack mal mit mehr Druck. Dir geht's leider beschissen, wenn ich komme und dein Traum platzt. Geh mal lieber Schwänze blasen, denn der Sieg ist und bleibt mein. Okay. Jetzt nicht überragende Lines dabei, aber inhaltlich an den Rest des Textes oder der Parts angelehnt. Rap-Identität ist wie ein Selfie von dir. So richtig hart, Hurensohn. Deine Videocrew besteht aus Anwaltssöhnen von der Privatuni. Machst du da Impro mit den Bonzen-Kids, ihr dummen Versager? Das hier ist Battle und kein Treff in deinem Jugendtheater. Du denkst, dass dich jeder feiert, jeder deinen Namen kennt. Doch gibst deinen Freunden Geld, nur um mit denen abzuhängen. Das Mädchen in deinen Videos versaut dir deinen Namen. Du stehst auf dieser Hure, doch du
traust dir nicht zu fragen. Lebe ich, sie wird mir bei dir halben Hemd blauen. Ich häng mit ihr im VIP und du hängst ab in der Friendzone. Okay. Nette Line. Vor die U-Bahn. Deine einzigen Freunde sind Zahlen und Computer. Cool, Alter, scheiß auf deine Crew. Wenn ich alt bin, will ich bitte nicht so einsam sein wie du. Okay, das ist ein kleiner Widerspruch, oder? Levi hängt ab mit seiner Crew, aber Morgana frontet ihn damit, dass er irgendwie doch einsam ist. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Ich habe den Front verstanden des Parts. Der geht so ein bisschen gegen seine Crew. Morgana will ihn so ein bisschen so ein Image aufdrücken, dass er ein einsamer Typ ist, der kein Selbstbewusstsein hat, der keine Freunde hat und so weiter. Die Frage ist, überzeugt mich das jetzt? Anscheinend technisch noch nicht. Alter Helo! Hast du Bock? Und das Auto ist wie ein Panzerkampf. Oh! Überraschungseffekt, ein Punkt für Morgana. Da kommt der gute Helo ins Octagon Battle. Gestappt mit seiner wunderschönen Mütze und seiner unvergleichbaren Brille. Wagen voller Testosteron und deiner das äquivalente Schwanz im Arsch, du Hurensohn, die trockenlose Dreckstimme bringt sogar Insomnia geplagte Kriegsveteranen am Silvesterabend sicher zum Schlafen. Levi reicht doch eine Finalrunde ein, aber gewinnt dann nur den Preis für den besten Karnevalsverein. Du machst dein Kasperle Theater wie die Muppet Show mit einem Wacken Flow. Ich glaub, dein Choreograf ist Epileptiker mit Tourette Syndrom. Was willst du denn im Octagon? Was sagt er da? Es sind ja hier Übertreibungen par excellence. Warte mal, wo ist denn der Helo? Was willst du denn im Oktagon, du soziophober Popelkopf? Ich werf dich in eine Kita-Gruppe und du wirst dort totgeboxt. Okay. Okay. Selbstbewusst das Tanzbein, doch er zieht den Schwanz ein, wenn man ihm die Hand reicht. Stellt ihm die Kassiererin eine Frage an der Kasse, dann bekommt er gute Dünsches und eine Panikattacke. Du wirst dem Vergewaltiger deiner Mutter den Kaffee anbieten. Du lieber Bengel, wirst ihm helfen, seinen Schwanz reinzuschieben. Okay, schöne übertreibende Lines. Keine wirklich direkten Punchlines, aber Helo nimmt so ein bisschen dieses Konzept auf, das Morgana aufgebaut hat, mit diesen Fronts gegen diesen wehrlosen, schüchternen Levi 77. Hat mir gut gefallen. Vor allem, wie er da in den Takt gesteppt ist, der gute Helo. Schöner Part. Oh, jetzt wird's jetzt kommt dramatisch gesehen der letzte Akt. Wir sehen den guten Morgana hier stehend im abgeranzten Schwimmbad, wo alles für ihn begann im Octagon Battle. Ja, mal gucken. Also atmosphärisch hat hier Morgana komplett abgerissen. Da kann Levi 77 mit seinem Video und mit seinem Videokonzept, mit seinem Storytelling nicht gegenhalten. Das ist Atmosphäre. Das ist finalwürdig. Ich glaube, das ist sogar die gleiche Jacke, ne, wie aus der Qualifikation. Qualifikation habe ich richtig gefeiert. Hör mir zu, du kleiner Bengel, Mann, ich scheiß auf dein Gelaber. Das Battle ist für Levi wie sein eigenes Theater. Und er denkt, er lässt es richtig krachen auf der Bühne, aber flieht in eine Welt voller Masken und Kostüme. In der echten Welt steht Levi halt nur leise am Rand. Sein zweites Ego zieht ihn immer weiter in den Bann. Stark. Also, auch wenn jetzt noch keine überzeugende Punchline da ist, wie jetzt bei Levi 77 zum Beispiel, ne, mit so ein paar Spits, muss ich sagen, schafft es Morgana mit den Lines, die er bringt, alles, jede einzelne Handlungsebene in seinem Video, in seinen Parts miteinander zu verschmelzen und dem Ganzen Sinn zu geben. Also, das ist für mich eine ganz, ganz starke Punchline, wenn man die jetzt alle so ein bisschen zusammenzählt. Komm, mal gucken, was er noch bringt hier. Für immer der freche Dude sein, der Levi 77 ist und klebt dir deine Maske mit dem Heißkleber an. Der Vorhang fällt doch, keiner gibt Applaus. Du blickst dich um, ich bin der Einzige im Raum. Ich dreh dich von der Bühne und das war's mit dem Rappen. Und dann spürst du deine Knochen auf den Boden der Tatsachen pressen. Also das war ja mal eine philosophische Line hier, warte mal. Ich muss die mal zitieren. Wo ist sie denn? Ich dreh dich von der Bühne und das war's mit dem Rappen. Und dann spürst du deine Knochen auf dem Boden der Tatsachen brechen. Also die muss man erstmal
Die muss man erstmal, die muss man erstmal bringen. Richtig philosophische Line schon. Mal gucken, was kommt noch? Du sollst aufwachen und dich nicht schlafen legen. Jetzt kannst du Bengel deine Traumblase platzen sehen. Gib mir das Augskabel, steck es in dein Augapfel. Da kannst du richtiges Finale. Nimm das Augskabel, steck es in dein Augapfel und dann kannst du das richtige Finale sehen. Hab ich nicht gesagt, der wird in seiner Welt verschwinden? Hab ich nicht gesagt, der soll man zu sich selber finden? Hab ich nicht gesagt, der Titel wird gejagt? Junge, hat er nicht gesagt, Junge, hat er nicht gesagt. Und der ist am Abhängen. Der ist am Abhängen, der gute Levi. Video VC Leon. Dem muss man ja mal Props geben, dem Videoproducer. Ja, das war die Runde von Morgana gegen Levi 77. Jetzt kommt meine Finalprognose. Morgana hat meiner Meinung nach nicht so viele Punchlines gebracht wie Levi 77, hat dafür aber eine atmosphärische Runde gebracht, in der er jeden einzelnen Part miteinander verbindet und im letzten Part zum glorreichen Abschluss bringt. Also absolut dramatischer Aufbau, Komposition superstimmig. Für mich ist es sehr, sehr schwierig, jetzt einen Sieger festzulegen. Wenn es nach der Atmosphäre geht und nach dem Gesamtkonzept, Morgana, wenn es nach den einzelnen Punchlines geht, Levi 77. Ihr seht, ich bin so ein bisschen in der Bredouille, im Zwiespalt. Schreibt mir mal am besten jetzt eure Meinung in die Kommentare. Wer gewinnt das Octa-Battle? Ich glaube, noch nie war es so spannend und so knapp in einem Battle von Julians Blog. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Und falls euch dieses Video gefallen hat, digitalen Daumen da lassen, Kanal abonnieren und euch die Battles angucken, falls ihr sie noch nicht angeschaut habt.